Hallo und herzlich willkommen zum Herodes Talk. Halt mal die Schnauze, Robin. Heute geht es um das Thema Jahreswechsel. Alle Leute sagen, hurra, 2020 ist endlich zu Ende, aber viele sagen auch, man vernachlässigt völlig, dass sowas wie ein Jahr eigentlich was völlig Substanzloses ist. Ich meine, wir berechnen, wann die Sonne wieder so ungefähr an derselben Stelle ist, beziehungsweise die Erde relativ zur Sonne. Und wollen daraus irgendwie schlussfolgern, dass jetzt irgendwie alles besser wird. Ich meine, klar, aber what the fuck, so, es ist einfach nur so ein, es ist ja vorher und nachher nichts anders. Und das müssen die Leute auch einfach sehen. Ich versuche da mal ein Stück weit einen Punkt zu machen, weil ich meine, ist es jetzt kommender Donnerstag oder ist es nächstes Jahr, so, nee, kommender Freitag, so. Für mich fühlt es sich eher an wie kommender Freitag und nicht neues Jahr, so, und das ist einfach der Punkt. Jetzt denken alle neues Jahr, neues alles anders, aber im Endeffekt ist... Oh, eine Minute-Regel!